أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wir machen kurz noch weiter mit dem Thema über die Himmel und die Erden. Und zwar sagte Ibn Abbas, radiallahu an, also eine Überlieferung eines Gefährten jetzt, nicht die Überlieferung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, aber es gilt in einigen Fällen, dass eine Aussage eines Gefährten genauso Gewicht hat wie die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zwar wenn es sich um Dinge der verborgenen Welt handelt, die ein Mensch ohne Offenbarung nicht erfassen kann. Und dann ist eben die Möglichkeit sehr groß, dass eben ein Sahabi das vom Propheten gehört hat. Natürlich kann es auch sein, dass ein Gefährter es aus den israelitischen Quellen entnommen hat. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es dann die Untersuchung der Gelehrten, ist es eher ein Hadith, den er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hat oder eben nicht. Auf jeden Fall, Ibn Abbas sagte, radiallahu an, Allah erschuf die Erde an zwei Tagen. Dann erschuf er den Himmel. Dann erhob er sich über den Himmel und errichtete sie in zwei Tagen, in weiteren zwei Tagen. Dann hat er die Erde ausgebreitet, und das bedeutet, dass er das Wasser rausquellen ließ oder entspringen ließ, die Pflanzen blühen ließ, die Berge erschuf, und dies an weiteren zwei Tagen. Warum ist diese Überlieferung jetzt interessant? Damit wir einige Ayat verstehen. Und zwar haben wir zwei Ayat, also oder zwei Stellen im Koran. Eine Stelle von mehreren Ayat und dann die andere Stelle, die vielleicht auf den ersten Blick missverständlich sind oder widersprüchlich sind, aber natürlich gibt es keinen Widerspruch im Koran. Deswegen brauchen wir solche Erläuterungen von Ibn Abbas, radiallahu an, dass wir diese verstehen. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, sag, wollt ihr denn wirklich denjenigen verleugnen, der die Erde in zwei Tagen erschaffen hat, und ihm andere als seinesgleichen zur Seite stellen? Das ist der Herr der Weltenbewohner. Er hat in ihr fest gegründete Berge gemacht, die über ihr aufragen, und hat sie gesegnet und in ihr die Nahrung im rechten Maß in vier Tagen festgelegt, gleichmäßig für diejenigen, die danach fragen. Hierauf wandte er sich dem Himmel zu, während er noch aus Rauch bestand, und sagte dann zu ihm und zur Erde, kommt beide her, freiwillig oder widerwillig. Sie sagten, wir kommen in Gehorsam. So führte er sie als sieben Himmel in zwei Tagen aus, und gab jedem Himmel seine Aufgabe ein. Und wir haben den untersten Himmel mit Lampen geschmückt und auch als Schutz. Das ist die Anordnung des Allmächtigen und Allwissenden. Das ist die erste Stelle im Koran. Und das Besondere jetzt ist hier die Tage, die Anzahl der Tage. Zwei Tage, der die Erde in zwei Tagen erschaffen hat. Das müssen wir ein bisschen zählen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala,
dass er sie in 4 Tagen hergerichtet hat. Und dann erwähnt Allah Azzawajal, dass er die Himmel an 2 Tagen erschaffen hat. Was ist jetzt die Summe? Wie viele Zahlen haben wir jetzt genannt? Wie viele Zahlen haben wir genannt? Wir haben gesagt 2, 4, 2, oder nicht? Wir haben gesagt, an 2 Tagen die Erde erschaffen. Dann erwähnt Allah 4 Tage hergerichtet, geordnet, verwaltet. Ja. Dann erwähnt Allah 2 Tage für die Himmel. Also wir haben 3 Zahlen. 2, 4, 2. Ja? Barakallahu. Und zwar erwähnt oder erklärt das der Hadith von Ibn Abbas, radiallahu. Allah erwähnt, Allah hat die Erde in 2 Tagen erschaffen und dann nochmal 2 Tage hinzugefügt, dass innerhalb von 4 Tagen die Erde eben hergerichtet wurde und geebnet wurde und alles Nötige eben erschaffen wurde. Also, die 4 Tage sind nicht zusätzliche 4 Tage zu den 2 Tagen, sondern es ist die Summe aller Tage für die Erschaffung der Erde. Also an 2 Tage begonnen, plus 2 Tage, also sind es 4 Tage. Damit eben kein Widerspruch entsteht. Das ist der erste Aspekt. Und 2 Tage für die Himmel, das sind 6 Tage. Die zweite Stelle im Koran lautet: Seid ihr in schwerer, seid ihr etwa schwerer zu erschaffen oder der Himmel? Er hat ihn aufgebaut. Er hat seinen höchsten Teil emporgehoben und ihn dann zurechtgeformt. Und er hat seine Nacht finster gemacht und seine Morgenhelle hervorkommen lassen. Und die Erde er hat sie danach hingebreitet. So, wo ist jetzt die Problematik? Ja? Sehr schön. Es geht hier um die Reihenfolge. An dieser Stelle im Koran heißt es was? Himmel. Seid ihr schwieriger oder also schwerer zu erschaffen oder der Himmel? So, und danach, sagt Allah Azzawajal, und die Erde er hat sie danach hingebreitet. Und in der ersten Stelle, die wir gerade erwähnt haben, hieß es, Allah hat die Erde erschaffen. Ja? Lösung wäre die Erschaffung der Himmel und der Erde gleichzeitig statt. Jazakallahu khairan. Begonnen hat Allah mit der Erde. Und dann, während er diese Erde noch ausgebreitet hat oder hergerichtet hat, wurde auch der Himmel erschaffen. Also danach, auch als der Himmel erschaffen wurde, ging es dann weiter mit einigen Aspekten auf der Erde. Das nur, damit wir wissen, es gibt im Koran keinen Widerspruch. Also nicht, dass man denkt im ersten Augenblick, die Sekunde mal, hier sind 8 Tage oder 6 Tage oder was jetzt, die Erde oder Himmel oder so. Die Ulama, die Tafsir-Gelehrten haben sich mit all diesen Themen befasst, natürlich die Sahaba an allererster Stelle, sodass sie uns das alles erklärt haben. Nur das sind solche Stellen, die auch dann von Islamkritikern gerne benutzt werden, um angeblich Widersprüche im Koran gefunden zu haben. Ja? Aber es gibt keine Widersprüche im Koran. Ein weiterer Aspekt, und damit schließen wir das Thema Erschaffung von Himmel und Erde erst einmal ab, ist die Tatsache, dass Allah Azzawajal sagt über Himmel und Erde: Sehen denn diejenigen, die ungläubig sind, nicht, dass die Himmel
und die Erde eine zusammenhängende Masse waren. Da haben wir sie getrennt und aus dem Wasser alles Lebendige gemacht. Wollen Sie denn nicht glauben? Also, كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Dieser Begriff كَانَتَا رَتْقًا kann unterschiedlich gedeutet werden und wurde auch unterschiedlich erläutert von den Tafsir-Gelehrten. Eine Ansicht ist diese Übersetzung. Und zwar was? Dass es eine zusammenhängende Masse war. Und deswegen benutzen auch einige zeitgenössische Gelehrte diese Aya als Beleg, dass die Urknalltheorie richtig sein kann. Es gab eine Masse und bang, und dann ging es los mit der Welt. Die andere Erläuterung, die viele Gelehrte als richtiger erachten, lautet, dass hier nicht die Bedeutung ist, zusammenhängende Masse, sondern dass es bedeutet, die Himmel und die Erde waren so geebnet, dass nichts daraus, nichts rauskam. Also der Himmel, da regnete es nicht zu Beginn, zum Beispiel, und die Erde, sie blühte noch nicht. Warum sagen einige Gelehrte, es ist eher diese Bedeutung? Es geht hier nicht um Urknall, es geht nicht darum, dass sie zusammen waren und dann haben sie sich getrennt, Erde und Himmel, sondern es geht darum, der Himmel, da gab es noch nichts, ja, einfach nur Himmel, Erde, da gab es noch nichts, einfach nur Erde. Und dann hat Allah Azza wa Jal die anderen Dinge erschaffen. Ja, es gab einen Himmel, dann hat Allah Sachen erschaffen, gab Erde, dann hat Allah Sachen erschaffen. Und zwar unter anderem, dass Allah sagt, sehen denn diejenigen, die ungläubig sind, nicht. Den Urknall haben die Ungläubigen nicht gesehen. Den hat kein Mensch gesehen. Wenn es denn so einen Urknall gegeben hat. Ja. Das heißt also, es muss eine Sache sein, die ein Mensch sehen kann. Und ein Mensch kann was sehen? Dass vom Himmel Regen fällt. Und dass aus der Erde Pflanzen hervorgehen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala erklärt ihnen, guckt mal das, was ihr gerade seht, dass es regnet oder und so weiter, schneit, es gibt Wolken am Himmel. Und andere Sachen eben im Himmel und die Erde blüht und so weiter, so war es nicht immer, ja, sondern das kam mit der Zeit. Wie dem auch sei, einige sagen nein, gemeint ist tatsächlich, sie waren eine Masse. Gut, und wie gesagt, wenn die Urknalltheorie dann stimmt, ja, dann ist das ja auch etwas, was die Wissenschaft, gut, ist eine Theorie, ist ja kein Faktum, ja. Und das, da ist immer Vorsicht geboten, barakallahu fikum, bei den naturwissenschaftlichen Entdeckungen und Koran. Das muss man immer mit Vorsicht genießen. Al-Koran ist kein Biobuch und kein Chemiebuch und kein Physikbuch. Alles, was im Koran steht, stimmt. Das ist richtig. Aber Maßstab ist nicht die Erkenntnis der Naturwissenschaft. Also wir können nicht den Koran messen am Stand der Wissenschaft. Wissenschaft kann neue Sachen entdecken. Ja, also es kann sein, dass man sagt, Wallahi, guck mal, die Theorie von den letzten 100 Jahren, die ist doch nicht richtig. Ja, bitteschön. Da kommt eine andere Theorie und ersetzt die vorherige. Eine Theorie ist ja so lange richtig, solange sie nicht ersetzt wird von einer anderen Theorie. Aber sicher ist, im Koran gibt es nichts, was den Fakten widerspricht. Und das ist natürlich ein gewaltiger Beweis für die Echtheit des Korans. Der allerletzte Punkt. Und zwar erwähnte Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Himmel sieben Himmel sind. Und dann sagte er, und von der Erde hat er genauso viele erschaffen. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ. Diese Aya deutet auf was hin? Auf was deutet diese Aya hin? Ja? Erst einmal allgemeiner. Dass es sieben Erden gibt.
ومن الأرض مثلهن und von der Erde genauso viele, genauso viel wie was? Wie die Himmel. Sieben Himmel und von der Erde genauso viel. Das heißt, wir haben sieben Erden. So, jetzt ist die Frage, was heißt das? Sind das sieben Planeten Erde? Oder besteht die Erde, der Planet Erde, aus sieben, zum Beispiel Schichten? Das ist die Frage. Also bis jetzt, ich habe kurz mal gegoogelt, ja, ich bin kein Physiker, man redet von sechs Schichten. Allahu a'lam. Kennt sich jemand aus? Man redet von sechs. Auf jeden Fall, ist ja egal. Von mir aus, ich meine, Aufteilungen sind ja nicht feste Angelegenheiten. Irgendeine siebte Schicht wird sich wohl finden. Ja? So eine Zwischenschicht oder eine Schicht teilt sie einfach in zwei und so weiter. Und dann hat sich die Sache erledigt und dann kommen die sieben. Darum geht es nicht. Es geht jetzt um die Frage, hat es wirklich was damit zu tun, dass es sieben Erden gibt? Es gibt eine Überlieferung über Ibn Abbas, die aber nicht authentisch ist. Also es ist nicht authentisch, dass Ibn Abbas das gesagt hat. Über Ibn Abbas wird sehr viel gelogen, nur so zur Info. Über Ibn Abbas wird viel gelogen. Warum? Weil Ibn Abbas ist ein berühmter Tafsir-Gelehrter. Und dann kannst du es ihm in die Schuhe schieben, dass er, Allahu Akbar, guck mal, im Koran steht dies und jenes. Deswegen haben Sekten vieles erfunden, aber es ist nicht immer richtig, dass es Ibn Abbas radiallahu anh tatsächlich gesagt hat. Und wenn er es gesagt hat, dann wird es wohl nicht in diesem Fall eine Überlieferung vom Propheten sein, sallallahu alaihi wasallam. Also er hat es wohl nicht vom Propheten gehört, alaihi salatu wasallam, sondern aus den israelitischen Quellen. Was besagt diese Überlieferung? Eben, dass es vier Erden sind, eine über der anderen. Planet Erde und über dem Planeten Erde gibt es nochmal Planeten Erde. Über dem Planeten Erde gibt es nochmal Planeten Erde. Und auf jeder Erde sind Propheten, und auf jeder Erde sind Menschen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, diese Überlieferung ist nicht authentisch. Ibn Abbas hat das nicht gesagt. Erst recht nicht der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen kann es möglich sein, dass hier sieben Schichten gemeint sind. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam hat diese Tatsache erwähnt, die sieben Erden. Also im Koran und Sunnah ist die Rede von sieben Erden. Aber ich meine, sieben Erden können auch sieben Erdschichten sein. Wallahu a'lam. Auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer eine Spanne unrechtmäßig nimmt von der Erde, du nimmst einen Platz unrechtmäßig, ein Stück Land unrechtmäßig, und zwar eine Spanne, nicht ein Hektar, eine Spanne, der wird Yawm al-Qiyamah von sieben Erden umgeben. So wie am Hals wird er, wie eine Kette also, wird er von sieben Erden umgeben. So was heißt das jetzt? Einige Ulama sagen, und dieser Hadith ist authentisch, einige Ulama sagen, das bedeutet, er wird eben so tief fallen in der Erde, dass er eben von allen Erden, Klammer auf, Erdschichten, Klammer zu, umgeben ist. Ich meine, wenn wir jetzt uns erlauben, ein bisschen mal diese Geologie noch heranzuziehen, dann wissen wir, je tiefer, desto heißer und so weiter und so fort, nicht wahr? Das heißt, Ar-Rasul alayhi salatu wasalam erwähnt hier eben eine Strafe. Ebenso im anderen Hadith, in der die Seele der Ungläubigen, möge Allah uns ein gutes Ende geben, in die Erde hinuntergeschmissen wird. Ja, das heißt, in der Sunna wird diese Tatsache erwähnt mit diesen sieben Erden. Wir wissen aber nicht genau, was es bedeutet. Wir wissen nicht, was es genau bedeutet, ob es eben die Schichten sind, ob es was anderes ist. Allahu a'lam. Müssen wir auch nicht. Also diese Erkenntnis ist zwar hochinteressant, aber, und inshallah im Paradies können wir Allah Jalla Jalaluhu fragen, was hast du denn gemeint jetzt mit diesen sieben Erden? Oder Rasul sallallahu alaihi wasallam, kannst du mal Tafsir-Unterricht im Paradies machen, so neben den
Bächen und Flüssen, ja, so im Palast, möge Allah uns mit dem Propheten vereinen. Und dann sagen, kannst du mal Tafsir bitte machen. Ja? Und dann gibt es nicht mehr hier die erste Deutung. Oder vielleicht doch, sagt, das kann man so verstehen und Allah hat es auch so gemeint. Ja? Warum nicht? Auf jeden Fall, liebe Geschwister, das sind einige Aspekte über das Universum. Wir sehen, dass Allah im Koran natürlich, da haben wir jetzt nicht vieles herausgenommen, also diese Reihe ist ja Hadithe der Aqida, nicht Ayat der Aqida, aber im Koran spricht Allah an vielen Stellen über den Himmel und was die Himmel für Funktionen haben und so weiter und so fort. Diese Naturphänomene führen natürlich zu was? Zu einem starken Glauben, dass es einen Schöpfer geben muss. Also diese Systematik, diese Perfektion, die es gibt im Kosmos, ist ein eindeutiger Beleg, dass das kein Zufall sein kann. Es kann kein Zufall sein. So viel Präzision ist nicht durch Zufall möglich. Also selbst mathematisch, die Stochastiker ja, unter euch, ja, Wahrscheinlichkeitsrechnungen, diese Wahrscheinlichkeiten, die sind unmöglich. Also wenn man sagt, das ist Zufall, ja, es gibt ja einige, nee, lass einfach nur so lange den Wind wirbeln und aus dem Metallhaufen kommt ein Flugzeug, es muss halt nur ein paar Milliarden Jahre sein. Also selbst das ist mathematisch, wissenschaftlich nicht möglich. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, minus Allahu a'lam wie viel, ja, so viele Nullen, ja. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala diese Naturphänomene und diese Details, damit wir wissen, Allah jalla jalaluhu ist der Schöpfer. Er fordert uns damit auf, die Himmel zu betrachten und die Erde zu untersuchen und zu forschen. Und das war Grund, warum die muslimischen Wissenschaftler in allen Bereichen der Naturwissenschaften, der Medizin und allen Mathematik, Physik Vorreiter gewesen sind. Warum? Aus dem Islam heraus. Weil sie gewusst haben, je mehr wir die Natur erforschen, umso mehr erkennen wir die Macht Allahs, die Vollkommenheit Allahs, subhanahu wa ta'ala. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, und zwar die Erschaffung Adams, alayhi salam. Also wir haben ja gesagt, das erste Geschöpf war der Thron, ja, das Wasser. Wir haben über den Stift, über die wohlbewahrte Tafel gesprochen, über Himmel und Erde. Und jetzt kommen wir zum ersten Menschen überhaupt. Und dieses Thema, liebe Geschwister, kann man nicht oft genug wiederholen. Besonders in einer Zeit, in der eben die Evolutionstheorie ein Glaube geworden ist. Also wenn du nicht an die Evolutionstheorie glaubst, bist du kein Wissenschaftler mehr. Also in der Wissenschaftsgesellschaft gibt es den Begriff der Kreationisten. Das ist so ein Stempel, egal welcher, ob du Physiker, du kannst einen 5-Professortitel haben. Sobald du irgendwie sagst, Gott oder, du brauchst ja nicht erstmal Gott zu sagen, wenn du sagst, es gibt einen, der das alles in Gang gesetzt hat, also wirklich auch nur so formulierst, dass eben eine höhere Macht oder sowas ähnliches, du raus aus der Wissenschaftsgesellschaft. Ja? Und deine Forschungen werden nicht anerkannt und so, du bist sofort Kreationist. Was heißt Kreationist? Also er denkt, das ist diese Welt ist Kreation, also Schöpfung mit anderen Worten. Also es gibt einen Schöpfer, es gibt Gott. Und deswegen heutzutage, wenn du nicht diese Schiene läufst, dann bist du auch kein Wissenschaftler. Auf der anderen Seite bist du der größte Wissenschaftler, sobald du sagst, es ist Zufall. Dann, die Tage gab es, ich habe jetzt vergessen, welche Uni, Harvard, Allahu a'lam, ich weiß gar nicht, England, Amerika, irgend so eine tolle Uni. Und da gab es doch wirklich jemanden, der hat eine Arbeit gefasst oder verfasst. Und zwar was? Dass Isa a.s. und Hasha natürlich, frei ist er von dieser Beschuldigung, dass er sein Geschlecht geändert hat. Ja, also er war eben kein
Ihr wisst, ja? So. Das Besondere ist, warum gibt es jetzt warum gab es jetzt so ein Tohuwabohu? Der Professor hat das verteidigt von diesem Studenten. Er hat gesagt, er hat stichhaltige Beweise. Ja? Und das wird, liebe Geschwister, wie die auch viele muslimische Wissenschaftler sagen, die das am eigenen Leibe erfahren. Du als muslimischer Wissenschaftler, egal was für ein Wissenschaftszweig, egal Medizin, Pharmakologie, Chemie, ist egal. Sobald du in diese Schiene kommst, es gibt einen Gott, oder deine Erkenntnisse belegen das, deine Artikel werden nicht in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht, ja, und du brauchst ja für deine Karriere, brauchst ja bestimmte, zum Beispiel wenn du habilitieren willst, Professor und so weiter und so fort, oder selbst wenn du promovieren willst, musst du ja ein paar Sachen schreiben, die dann von anderen anerkannt werden. Junge, du hast es drauf, du hast was. Und viele muslimische Wissenschaftler, auch christliche, nicht nur muslimische, wie gesagt, jeder, der an Gott glaubt, egal welche Religion, die erfahren eben diese Diskriminierung, dass ihre Artikel nicht so einfach, wenn überhaupt, ja, nicht so einfach veröffentlicht werden. Aber solche Artikel, natürlich. Ja. Und das wird mehr werden. Und das wird irgendwann auch mal in den Lehrbüchern landen. Und wenn es in 100 Jahren ist, aber das wird irgendwann mal landen. Und deswegen, barakallahu fikum, ist es so wichtig, dass wir unsere Religion lernen. Und dass wir das wiederholen. Nicht, dass jemand sagt, wir wissen, Allah hat Adam erschaffen. Können wir jetzt über was anderes reden? Du weißt es. Aber hast du denn so viel gelernt, dass du deinen Kindern das beibringen kannst, dass sie ihren Kindern das beibringen können, dass sie ihren Kindern das beibringen können und so weiter und so fort? Ich sage immer wieder, liebe Geschwister, nur weil du gesund bist, heißt das nicht, dass du keine Hausapotheke hast. Du bist gesund, Alhamdulillah, aber jeder von uns hat Medikamente zu Hause, oder nicht? Gibt es jemanden von euch, der gar kein Medikament hat? Irgendwas, besonders wenn man Familie hat, oder nicht? Gut, alleine sage ich, egal, dann bin ich halt platt und jetzt, ja, rufe ich meinen Freund an oder so, kannst mal Aspirin bringen. Aber besonders, wenn du Familie hast und so, dann sage ich, Habibi, Subhanallah, was ist, wenn Fieber von meinem Kind oder nicht? Und genauso brauchst du eine Iman-Apotheke daheim. Dein Kind, die Tage, ein Bruder sagt mir, seine Tochter kam, Grundschule, und sie lernt in der Grundschule, wie ist es mit der Verbindung? Sie lernt in der Grundschule gerade, einmal dürft ihr raten, nein, nicht das, das ist ja auch noch eine Baustelle, nein. Ja, gut, also 10-mal dürft ihr raten. Ja. Nee, Evolutionstheorie, beziehungsweise Allahu A'lam, ich weiß, wann habt ihr denn Evolutionstheorie? Ist das nicht erste Oberstufe oder was? Sechste, siebte schon? Okay. Mohim, und dann kam sie zu Hause und sagte, Papa, was ist eigentlich, wenn es gar kein Paradies gibt und keine Hölle und so, wenn das gar nicht stimmt? So, was machst du jetzt? Jetzt gehst du zu deiner Hausapotheke, Iman-Apotheke, und nimmst das Medikament Aqid und bringst dann deiner Tochter bei, dass es ein Leben nach dem Tod geben muss. Gerechtigkeit muss es geben. Warum? Weil es Gott gibt. Ein ungerechter Gott ist kein Gott. Da es Gott gibt, muss es Gerechtigkeit geben. Jetzt gibt es viele Verbrecher, die leben ihr Leben in Saus und Braus und sterben, und sie wurden nicht zur Rechenschaft gezogen. Also muss es ein Leben nach dem Tod geben. Dafür musst du aber belegen, dass es Gott gibt. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen unsere Religion lernen, liebe Geschwister. Wir müssen diese Sache wiederholen und wiederholen, insbesondere zu unserer Zeit, weil so viele Scheinargumente vorhanden sind. Adam a.s. ist also der erste Mensch. Und Rasul a.s. hat uns einiges erklärt über Adam und seine Schöpfung. So sagt Rasul a.s. Allah erschuf Adam, indem er von allen Teilen
Erde eine Handvoll gefasst hat. So kamen die Menschen entsprechend der Erde hervor. Es entstand von ihnen der Rote, der Weiße, der Schwarze und jene dazwischen, ebenso der Einfache und der Anstrengende, sowie der Verwerfliche und der Gute. Also dieser Hadith ist wunderschön. Erst einmal erklärt er uns, warum gibt es Hautfarbe. Wir wissen das. Wir Muslime wissen das. Und zwar 100%. Unterschiedliche Hautfarben gibt es, weil Adam aus unterschiedlichen Sorten Erde erschaffen wird. Gut, heutzutage mit ein bisschen Genetik können wir das verstehen, oder nicht? Dass eben, und das ist ja bekannt, sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam, da gab es zu seiner Zeit jemand, der bekam ein schwarzes Kind, ja, ein dunkles Kind. Und sie beide, also Vater und Mutter, waren eben nicht schwarz. Und deswegen, ja, dann begann die Gerüchteküche. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärte dann, ja, das ist möglich. Ja, das heißt, irgendjemand von den Vorfahren kann diese Hautfarbe gehabt haben. Und sie erkannten, dass es sein Sohn ist, an was? An seinen Füßen. Genau. Auf jeden Fall. Wir wissen also, die Hautfarben sind entstanden, weil es unterschiedliche Sorten Erde sind, aus denen Adam a.s. erschaffen wurde. Diese Erdsorten machen also die Farbe aus. Hängt jetzt wieder. Und sie machen auch den Charakter aus. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ebenso aufgrund dieser verschiedenen Sorten Erde, ebenso der Einfache und der Anstrengende, sowie der Verwerfliche und der Gute. Im Arabischen sagt man, ich weiß gar nicht im Deutschen, ob es dann Äquivalent gibt, sein Al-Ma'dan. Al-Ma'dan ist erst einmal was? Bodenschätze, ja? Wie Eisen und so, Erz und so weiter und so fort. Das ist Ma'dan. Ma'adin sind diese Bodenschätze halt, die es gibt. Jetzt nennt man aber diese Charaktereigenschaft, man sagt, sein Ma'dan ist gut. Heißt was? Nicht seine Bodenschätze sind gut, sondern seine Eigenart, seine Natur, ja, also im Charakter, vom Charakter her, ist gut. Und das hat diesen Ursprung. Das heißt, die Sorte der Erde hat eine Auswirkung auf den Charakter. Das verstehen wir heute sehr gut. Ja, Südländer sind nicht so wie die, oder nicht? Vom Charakter her, oder nicht? Gibt es solche Untersuchungen, soziologische oder nicht? Ja, man merkt, ja, die Südländer, die haben so eine Beschleunigung von 0 auf 100, wenn sie sauer werden. Ja, wie ist es bei euch? Ja, in 0,00001. Ja, vielleicht an anderen Gebieten der Welt, mashallah, also die können tagelang ruhig bleiben. Das heißt also, die Natur des Menschen, seine Eigenart, hat einen Ursprung bei Adam a.s. und zwar in der Sorte der Erde. Heißt das jetzt, ja, tut mir leid, dass ich so ein zorniger Mensch bin? Nein, das heißt es nicht, du kannst dich ändern. Deswegen wurde ja der Prophet entsandt, sallallahu alaihi wasallam. Ich wurde entsandt, um den Charakter zu vervollständigen, nicht um den Charakter so beizubehalten, wie die Leute sind. Adam a.s. wurde also aus Erde erschaffen, aus verschiedenen Sorten, und er wurde in Phasen erschaffen. Diese Phasen erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, also Imam Shinqiti rahimahullah, der Tafsir gelehrt, nicht der Zeitgenössige, der jetzt lebt, der Faqih, der Fiqh-Gelehrte, sondern der ist verstorben vor ein paar Jahren, der Tafsir gelehrt. Mashallah, es gibt ja viele Shanaqita. Ja, also aus Shinqit, ja, sind viele Gelehrte,
Deswegen nicht, dass ihr denkt, es gibt nur einen Shinqit. Allah ibarik, mashallah. Es gibt aber tausende Shinqitis. Aber man nennt sie auf Arabisch Shanaqita, Plural von Shinqiti. Möge Allah sie bewahren. Und die Verstorbenen mit Gnade behandeln. Also, Muhammad al-Amin al-Shinqiti, der Tafsir-Gelehrte, sagte, Allah beschrieb die Phasen des Tons, Ton, ja, aus dem er Adam erschaffen hat. Erstens Erde. Die Substanz Erde. So sagte er, so sagte also Allah, gewiss, das Gleichnis Isas ist bei Allah wie das Gleichnis Adams. Er schuf ihn aus Erde. Isa wurde aus Erde erschaffen. Was soll die Ayah bedeuten? Gewiss, das Gleichnis Isas ist bei Allah wie das Gleichnis Adams. Er erschuf ihn aus Erde. Ja? Isa hat keinen Vater gehabt, ja? Genau. Dass Isa kein Gott ist oder ein Mensch, ja? Was heißt gleich erschaffen wurde? Der Körper wurde gleich erschaffen. Ja, bitte? Ja. Dass wir alle aus Erde bestehen, ja? Ich habe nicht gesehen, wie man die Menschen so nah betrachtet. Man besteht aus Kohlenstoff. Genau, besteht das ist die Bestandteil der Erde. Genau, sehr schöner Punkt, also was auch nochmal belegt, dass wir aus Erde erschaffen wurden, dass wir sämtliche Stoffe, die wir in der Erde finden, ja, dass wir sie im Blut auch finden. Ja, wir haben Eisen, wir haben Allahu alam was ja, in uns, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also gemeint ist, natürlich Wasser auch, gemeint ist, so wie Adam aus Erde erschaffen wurde, also nicht aus von Eltern, so wurde auch Isa a.s. nicht von zwei Eltern erschaffen. Also genauso wie Allah in der Lage ist, einen Menschen ohne Eltern zu erschaffen, sondern eben aus Erde, so ist Allah auch in der Lage, Isa zu erschaffen, ohne Vater, nur durch Mutter. Ist das klar? Also das bedeutet, sie sind gleich. Also gleich in welchem Sinne? Beide haben nicht zwei Elternteile. Adam gar kein Elternteil. Und Isa a.s. einen Elternteil. Und Allah sagt, o ihr Menschen, wenn ihr über die Auferweckung im Zweifel seid, so haben wir euch aus Erde erschaffen. Also das ist ein Beleg, das war die erste Phase, Erde. Zweitens, dann hat er an anderer Stelle darauf hingewiesen, dass diese Erde nass gemacht wurde, sodass daraus Lehm wurde. Also das zweite Stadium ist Lehm. Erde, dann Lehm. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben sie ja aus haftendem Lehm erschaffen. Wann ist Lehm haftend? Gut, Lehm ist halt Lehm, wenn es eben nass ist. Und Allah sagt, wir erschufen den Menschen ja aus einem Auszug aus Lehm. Also Erde plus Wasser ergibt Lehm. Also wurde eben Wasser hinzugefügt. Drittens, danach wurde dieser Lehm schwarz. Dies erklärt folgende Ayah. Und zwar, Allah sagt, er hat ihn erschaffen aus fauligem schwarzen Schlamm. Was soll das heißen? Das bedeutet, dass dieser Lehm gelagert wurde. Also faulig, also es wurde, und die Färbung, die geschieht ja nicht sofort, sondern mit der Zeit. Also er wurde erstmal gelassen und nicht sofort eben bearbeitet. Dieser wurde dann trocken. Durch diese Zeit, die vergangen ist, wurde er trocken. Das ist die vierte Station.
Und dazu sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wir haben ja den Menschen aus trockenem Ton, aus fauligem schwarzen Schlamm erschaffen. Also dieser trockene Ton ist das Resultat dieses schwarzen, fauligen Schlammes. Oder Schlamms. Genitiv ist immer so schön. Und das nennt man auf Arabisch Salsal, alaihissalam. Salsal. Warum heißt es Salsal? Weil es so ein Geräusch macht. Ja, wenn es trocken ist, dann ja, du schlägst da drauf, dann macht es ein Geräusch. Und Allah sagt, er hat den Menschen aus trockenem Ton wie Töpferware erschaffen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärte auch diesen Schöpfungsprozess in folgenden Hadith. Also wir haben diese Station, Erde, Lehm, was kam dann? Fauliger Schlamm und trockener Ton. Ja, dann wurde er hart. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als Allah erhaben ist er, Adam im Paradies erschaffen hat, ließ er ihn so lange, wie er es wollte. Da ging Iblis um ihn herum, um zu schauen, was das ist. Als er sah, dass er hohl ist, also innen, ja, hohl, wusste er, dass es ein Geschöpf ist, das nicht widerstehen kann. Subhanallah. Also, das schwach ist. Dass er also Platz findet, einzuflüstern. Da ist Platz drinnen. Er kann reinkommen, reingelangen. Er kann einflüstern. Also kann er schwach werden. Es ist keine feste Masse, wo Iblis nicht durchdringen könnte. Ebenso erklärte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wann Adam erschaffen wurde. So sagte er, alaihi salatu wasallam, und er erschuf Adam nach dem Asr an einem Freitag als letztes der Geschöpfe in der letzten Stunde des Freitags zwischen dem Asr und der Nacht. Das hatten wir ja letzte Woche schon, diesen Hadith. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete uns auch über die Größe Adams. Hierzu sagte er, Allah hat Adam nach seiner Gestalt erschaffen. Seine Länge beträgt 60 Ellen. Dieser Hadith ist in Bukhari und Muslim. Warum erwähne ich, dass dieser Hadith in Bukhari und Muslim ist? Weil es tatsächlich Leute gibt, die diesen Hadith nicht als authentisch erklären. Warum? Es geht um die Länge Adams, a.s. Sie sagen, kann nicht sein. 30 Ellen, ja, ein Riese. Und so groß waren nicht mal die Häuser von Ad, ja, dieses Volk, was mächtig war und gebaut hat. Also der Mensch war noch nie so groß. Und deswegen kann dieser Hadith nicht stimmen. Da haben einige Gelehrte darauf geantwortet, ja, auf dieses Scheinargument. Es ist interessant, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, erwähnte, dass er keine Erklärung dafür hat. Es ist so, er sagt, ja, es ist so. Er hat nicht daran gezweifelt, dass dieser Hadith authentisch ist. Ibn Hajar ist der Hadith-Wissenschaftler schlechthin. Also er wusste, dieser Hadith ist einwandfrei. Aber er konnte ihn jetzt nicht in Einklang bringen mit diesen Tatsachen auf der Welt, dass es eben nicht so Riesenleute gab. Aber trotzdem sagte, wir glauben daran, und das muss ein Muslim machen. Wenn der Hadith authentisch ist, Punkt, ob du es verstanden hast oder nicht, oder andersrum, nachvollziehen kannst, das ist deine Sache. Das ist dann eine Schwäche im Menschen selbst. Aber du kannst doch nicht sagen, weil mein Verstand es nicht nachvollziehen kannst, ist dieser Hadith falsch. Andere Gelehrte kamen und sagen, wo liegt denn bitte schön das Problem, dass Allah Adam im Paradies so erschaffen hat. Steht ja, also er wurde so erschaffen, also im Paradies. Aber als er dann auf der Erde war, war er in unserer Größe. So, Punkt, aus, Ende, Schluss, Salam alaikum. Und der Hadith ist authentisch. So einfach ist das.
Das heißt, es gibt immer wieder Lösungen, solche Hadith in Einklang zu bringen mit dem Verstand. Aber das Problem ist, liebe Geschwister, dass wir es leider heute mit Menschen haben, auch im deutschsprachigen Raum, ja, auch leider vielleicht Menschen, die vielleicht auch bekannt sind und so weiter und so fort, aber dann solche Fehler haben, dass sie den Verstand der Offenbarung voranziehen. Heißt was? Dass sie sagen, alles, was dem Verstand widerspricht, muss falsch sein. Aber Sekunde mal. Wenn dieser Hadith authentisch ist, also nicht gelogen wurde, warum soll er dann falsch sein? Natürlich versuchen sie dann zu unterstellen, ja, das hat man auf den israelitischen Werken, das ist eine Masche, die oft dann benutzt wird. Ja. Aber das ist nicht richtig, sondern dieser Hadith ist authentisch, gehört zu den Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Was heißt nun, Allah hat Adam nach seiner Gestalt erschaffen? In einem anderen Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, verspottet nicht die Gesichter, denn das Kind Adams wurde nach der Gestalt des Barmherzigen erschaffen. Was soll das bedeuten? Ja? Wir können sehen und Allah sehen, nur das Sehen von Allah ist absolut. Jazakallah. Das bedeutet, Allah hat Eigenschaften, er sieht und er hört und er spricht. So, und Adam ist ein Wesen, der auch sieht und hört und spricht, aber natürlich nicht so wie Allah. Also nicht, dass jemand denkt, Adam sieht so aus wie Allah oder Allah sieht aus wie Adam. Wir wissen ganz genau, niemand gleicht Allah. Aber was soll das heißen, nach seiner Gestalt, nach seinem Ebenbild? Also, er kann sehen und er kann hören, er kann reden. Das bedeutet eben diese Sache, dass Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam nach seiner Gestalt erschaffen hat. Nachdem Allah Adams Körper geformt hat, hauchte er in ihm die Seele ein. Ja, das steht ja an mehreren Stellen im Koran. Und dazu sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als Allah Adam erschaffen und die Seele in ihm eingehaucht hat, hat er genießt. Oder genossen? Genießt. Das ist die Frage, die immer... Ja? Und was Plural von Taxi? Ich glaube, diese Sache. Die werden immer gefragt. Allahu a'lam, oder? Auf jeden Fall, dann sagte er, das Lob gebührt Allah. So hat er Allah mit seiner Erlaubnis gelobt. Dann sagte ihm sein Herr, möge Allah mit dir gnädig sein, o Adam. Mit dir gnädig sein. O Adam, gehe zu den Engeln dort, eine Gruppe, die saß, und sage, der Friede sei mit euch. Sie sagten, der Friede sei mit dir und die Barmherzigkeit Allahs. Dann kam er zu seinem Herrn zurück. Er, Allah subhanahu wa ta'ala, sagte, dies ist dein Gruß und der Gruß deiner Kinder untereinander. Das heißt, der Ursprung dieses Grußes und dieses Spruches, wenn man niest. Ja, dass du sagst, Alhamdulillah, dass man dann sagt, erwidert, Yarhamukallah. Das, guckt mal, wie alt dieser Ursprung ist. Seit Adam erschaffen wurde, zu Beginn. Und du sagst es immer noch heute. Ja, diese Sunna belebst du immer noch. An dieser Stelle machen wir mal einen Halt. Dann kommen wir nämlich zum Punkt, dass sich die Engel niedergeworfen haben vor Adam alayhi salam. Das sind einige Ahadith. Ganz kurz, so grob, nur Interesse halber. Wer von euch hat vieles noch nicht gekannt von diesen Ahadith? Sagen wir mal, wer von euch kannte mehrheitlich die Ahadith? Also die meisten, die erwähnt wurden, hat er schon mal gehört. So, und wer kannte die meisten noch nicht? Hat er noch nicht gehört? Okay. Das heißt, liebe Geschwister, in der Sunna steckt vieles.
Natürlich im Koran auch. Aber im Koran lesen wir ja, glaube ich, Allahu A'lam, öfter und beschäftigen uns damit vielleicht mehr als mit der Sunna. Aber die Sunna, liebe Geschwister, ist auch ein Schatz, in dem sehr, sehr viele Aspekte vorhanden sind, die uns erklären, was diese Welt überhaupt ist. Und noch einmal abschließend, das ist sehr wichtig, damit wir wissen, was Allah und der Prophet sallallahu alaihi wasallam über uns, über den Ursprung des Menschen, Ursprung dieser Welt gesagt hat, besonders eben in einer Welt, in der Atheismus und Evolution und so weiter und so fort als die Wahrheit schlechthin verkauft wird. Und deswegen müssen wir umso mehr unsere Religion lernen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mehr Wissen über diese Religion geben und unseren Glauben stärken. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.